Hi, ich bin Florian. Ich studiere im vierten Semester Lehramt mit Deutsch zusammen als Zweitfach. Mein Name ist Rabea Düster und ich studiere Sport und Biologie auf Lehramt im fünften Semester. Ja, ich bin Jonathan. Ich studiere hier an der SPOHO im Master Sportpsychologie. Ich bin Linnea, ich studiere Sport und Leistung, ich bin im ersten Semester. Ich bin Tristan, ich studiere hier an der Sporthochschule Deutsch und Sport auf Lehramt, mit Bildungswissenschaften natürlich nebenbei. Ich bin im sechsten Semester mit 22. Mein Name ist Anna Reuters, ich studiere Sport und Latein im vierten Semester auf Lehramt. Hi, ich bin der Nico, ich studiere im dritten Semester Sportpsychologie. Meine Ferien sehen auf jeden Fall sehr aktiv aus. Ich bin 2 Wochen lang in Xanten im Handballcamp als Trainer unterwegs. Da betreuen wir dann die Kinder, die dann auch da übernachten in der Jugendherberge. Das heißt für mich aber erstmal nicht ausruhen, da ich die nächsten 4 Wochen noch Klausuren vor allem an der Uni zu absolvieren habe. Bedeutet für mich erstmal lernen. Nach den Klausuren geht es aber dafür dann direkt in den Urlaub. Ja, was mache ich in den Semesterferien? Sehr eintönig bei mir. Training, Wettkampf, Urlaub. Diese Semesterferien werde ich wahrscheinlich für BAS 1, SQ 1 und noch ganz viele Klausuren lernen, weil die leider alle am Ende des Semesters sind. In den Semesterferien fahren wir beide nach Budapest, beziehungsweise fliegen wir und sind vorher noch auf dem Deichmann-Festival. Und dann geht es für mich nach Siegen, ich ziehe noch um. Nächste Woche stehen die letzten Prüfungen an, danach heißt es für mich ab in den Urlaub. Ich werde aber auch noch 5 Wochen arbeiten gehen, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich verbringe meine Semesterferien mit einem Sprachurlaub in Sevilla, lerne da ein bisschen Spanisch und ansonsten fahre ich noch eine Woche mit Freunden weg und mache viel Sport.